Finale Bastelzeit, heute mal ohne Elektrogerät, aber mit einer Frage, die mich im Moment beschäftigt, nämlich: Wie tief darf es denn sein? Ja, um das zu klären, da gibt es entsprechende Messinstrumente und eins davon habe ich mal hier und da können wir heute mal so ein bisschen drauf gucken. Das ist hier sowas. Wir haben hier oben entsprechend eine analoge Anzeige, einen großen Zeiger, einen kleinen Zeiger hier unten und hier unten, da ist eine Spitze und die ist lose gelagert. Die können wir nämlich reindrücken. Wenn wir das tun, achtet mal drauf, der große Zeiger bewegt sich relativ schnell, kleinste Bewegungen, großer Effekt. Und der kleine Zeiger sehen wir, der bewegt sich auch. Und so können wir bis zu einer Tiefe von, ja, sagen wir mal 1,3 cm in etwa messen. Und zwar, wenn wir gucken, das hier ist 0, Pi mal Daumen, das ist alles ein bisschen nicht so gut, das ist die günstigste Variante natürlich hiervon. Wir gucken, das hier ist 1 mm, das heißt, wir können 1 mm unten auf der Uhr sehen. Und das sind 100 Striche hier oben, also 1/100 Millimeter oder 0,01 mm ist die Unterteilung auf der Skala. Wo ist das interessant? Naja, ich wollte damit mein 3D-Druckerbett ausmessen, gucken, ob das gleichmäßig gerade ist. Und 10 Mikrometer ist da eine Auflösung, die man ganz gut brauchen kann. Aber zum einen, ja, ich bin fertig mit dem Messen, das heißt, im Moment brauche ich es nicht. Und zum zweiten, da interessiert mich, was da drin ist. Das heißt, wir gucken gleich mal auch ins Innere. Ansonsten, wie ihr hier gesehen habt, hier oben ist eine Schraube dran, die so ein bisschen rändelschraubenmäßig ist. Die hat keinen wirklichen Effekt, die ist einfach nur reingeschraubt und drückt hier auf diesen Rand. Den Rand habt ihr gesehen, den kann man drehen, da ist die große Skala drauf, um da entsprechend ja, den Nullpunkt zu verschieben. Und ja, so dann auch hier zu messen, obwohl die Null nicht da ist, wo sie hingehört. Ja, Null Einstellungen, normalerweise macht man das hier oben, aber ich habe nicht rausgefunden, wie das gehen soll. Hier oben haben wir ja, nochmal so ein Rändelding drauf, das scheint aber nicht geschraubt zu sein, oder wenn, ist es sehr fest. Darunter ein Gummiring, ein O-Ring und eine Unterlegscheibe. Das ist wahrscheinlich einfach nur zum Dämpfen. Ansonsten, man sieht, das Ding kann auch sehr schnell laufen, also da hängt es auf jeden Fall nicht dran. Die Geschwindigkeit ist gut. Unten die Spitze, die sind austauschbar. Man kann sie rausschrauben und andere reinschrauben. Ansonsten nichts da. Von hinten haben wir hier dieses schöne Plastikcover in Lederoptik mit diesem runden Ding hier hinten, um es festzuschrauben. Das hat mich schon das erste Mal in den Hintern gebissen, weil ich das mit so einer Klammer festgemacht hatte am 3D-Drucker und hier hinten, das war im Weg. Das heißt, ich habe da selbstverständlich schon die 4 Schrauben rausgedreht und weiß bereits, dass ich das machen kann, ohne dass mir direkt irgendwie 1000 Federn entgegenkommen. Ich würde sagen, das machen wir jetzt mal auf und gucken mal, wie die Mechanik da drin funktioniert. Und Spoiler, es ist gar nicht mal so viel da drin. Ja, und Achtung, tada! Überschaubar, aber doch effektiv. Ja, wenn wir da mal hier reingucken, wir haben erstmal hier diesen Stab, der geht hier durch, der geht hier in die Hülse rein, kommt hier oben wieder raus und hier oben entsprechend durch eine Hülse nach oben. Der hat eine Schraube drin mit einer Feder. Das ist das, was das Ganze zurückfedern lässt hier. Außerdem, was wir da dran haben, ist dieser Querstab. Der ist hier in einer Plastikführungsschiene, einfach, dass er nicht wackeln kann hin und her, dass er nicht rausspringen kann und immer nur hoch und runter geht. Unten drin sehen wir ja schon, da bewegt sich ein bisschen was. Das ist natürlich auch ein bisschen relevant. Und zwar haben wir hier auf der Seite von diesem Stab ein kleines Zahnradmuster eingefräst. Das geht auf ein Zahnrad, ein kleines, das überträgt auf ein großes unten. Dann haben wir hier noch ein großes Zahnrad mit so einer gewundenen Feder, so einer Rundfeder. Und auch das ist wahrscheinlich, um das ein bisschen zurückzudrücken. Was aber auffällig ist, wenn ihr mal auf die Zahnräder achtet, die laufen beide in die gleiche Richtung. Also irgendwas muss da noch dazwischen sein, sonst funktioniert das irgendwie so logisch nicht. Das heißt, wir sollten eventuell mal näher rangehen und gucken, was da sich noch drin versteckt. Ich meine, wir können relativ sicher sein, wenn wir mal so auf die Geschwindigkeit achten. Das untere große Zahnrad hier, das dürfte direkt mit dem hier verbunden sein, mit dem Zeiger da unten. Das ist dieselbe Geschwindigkeit, das passt. Aber irgendwas muss ja noch den großen Zeiger da entsprechend bewegen. So, werfen wir mal einen Blick ins Innere und hier sieht man, denke ich, erstmal schon mal dieses Geriffel, was wir da drauf haben. Hier entsprechend ist das drin und hier sehen wir auch ein Zahnrad, was dann entsprechend diese Bewegung auf das Rad hier überträgt.
Und hier oben sehen wir nochmal diese Federwirkung, entsprechend von dem anderen Zahnrad, die das Ganze zurückdrückt. Aber wir sehen halt auch, sie laufen in die gleiche Richtung. Wie gesagt, das funktioniert nicht so einfach. Da wird also wahrscheinlich ein kleines Zahnrad einfach dazwischen sitzen, was dann den mittleren Zeiger antreibt. Aber hey, ihr wisst, worauf es hinausläuft. Ich muss es natürlich auseinandernehmen, auch wenn mir jetzt wahrscheinlich sämtliche Federn entgegenkommen. Aber wat mut, dat mut. Das wird jetzt ganz interessant, ob ich hier überhaupt unter dem Mikroskop was bewegen kann. Vielleicht machen wir erstmal hier diese Schraube weg. Die Feder hier oben. Und das sieht nicht so aus, ob ich das sinnvoll rausbekomme. Ich muss irgendwie hier oben den rausbekommen, den Stab. Ansonsten kriege ich den Rest nicht bewegt. Es sei denn, wir können es einfach zur Seite rausholen. Das macht das Ganze natürlich, würde es einfacher machen. Wir können es ja mal probieren. Und, na, macht's bing, macht's bing. Nö, aber wir können genug sehen. Wir unten reingucken. Ich denke, da sieht man das mittlere Zahnrad. Da dürfte dann der große Zeiger dran sein. Das liegt einfach dazwischen. Auch nicht wirklich sehr komplex. Der treibt dann entsprechend die nebeneinander an und dadurch sind die in der gleichen Richtung. Ansonsten hier nochmal das am Stab und hier hinten die Überreste der Feder, die ich dann gleich irgendwie wieder spannen muss, habe ich die Befürchtung. Nee. Na gut, schauen wir mal, ob wir das wieder zusammenkriegen hier. So, gucken, dass wir hier alle Achsen auch wieder da hinbekommen, wo sie hingehen sollen. Na. Und damit ist das Ganze wieder zusammen, scheint noch zu laufen und würde mal sagen, damit kann ich jetzt hier weiterarbeiten. Okay, die Null ist definitiv sehr viel weiter verstellt als eben hier unten. Na egal. Für mich sind nur relative Messwerte interessant, von daher, wenn sich das hier unten ein bisschen verschoben hat, nicht ganz so tragisch. Ich meine, ich könnte jetzt hier dieses Zahnrad, wo das hier dran hängt, natürlich nochmal rausmachen, nochmal drehen, sodass es auch wirklich bei Null ankommt. Aber, nee, das passt schon hier so. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal damit messen, oder? Und dann schauen wir gerade hier noch bei dem 3D-Drucker vor Ort. Ich habe den hier soweit eingerichtet. Und gerade mal, dass er auf Null ist. So, und was ich noch gedruckt hatte, das ist der hier. Das ist so ein schöner Halter, damit kann man das Ding festmachen. Und ich verlinke euch den unten, ist nicht von mir, den gibt es so fertig zum Runterladen. Hat hier auch eine schöne Aussparung für, normalerweise ist hier unten ja dieser Krümmer dran, den habe ich bei mir eben nicht dran. Und ich mache mal gerade einfach die Kontrolle auf dem Handy auf. So, also machen wir den mal fest. Ich habe im Moment den Deckel hinten noch ab, weil sonst passt das hier nicht mit diesem Halter hinten. Und was wir machen, ist hier diese äußere Hülle hier dazwischen schieben. Sitzt ein bisschen fest, aber sollte halt nichts gehen. Dann können wir das hier einfach vorne drauf schieben. Das ist nicht hoch genau, aber es sollte für unsere Zwecke reichen. Und ich fahre den jetzt einfach mal in Richtung Mitte, weil ich da weiß, dass das soweit ganz gut funktionieren sollte. Da kann ich recht gut drucken. Jetzt natürlich aufpassen, wenn wir hier dran kommen, dass wir da auch drüber sind. Okay, das sieht gut aus. Wenn wir jetzt mal in die Mitte fahren, wir sehen schon, der Zeiger bewegt sich ein bisschen. Aber es hält sich tatsächlich in Grenzen. Wir können jetzt hier einmal auf Null stellen. Muss natürlich gucken, jedes Mal, wenn ich anfasse, geht er natürlich ein bisschen daneben. Ja, das ist ungefähr Null. Und ich fahre jetzt einfach mal in die Ecken. Dann können wir ja mal gucken, wie genau das hier ist. Wir sehen, hier geht es runter. Das heißt, da ist wohl tiefer eingestellt. Und da geht es sehr viel tiefer. Auch wenn man es jetzt natürlich nicht sieht. Wenn wir jetzt nach vorne gehen, wird es wieder höher. Nicht viel, aber man sieht den Unterschied. Ich kann jetzt natürlich nur vorne testen. Der Rest vom Bord komme ich nicht dran, aber ich denke, man kann schon recht gut sehen, dass es nach links Schlagseite hat und da vorne auf der Ecke höher ist. Ja, hier ist Schluss, weiter kann ich nicht fahren.
Das heißt, ich sollte eventuell hier links ein bisschen höher gehen. Also versuchen wir das mal hier als Basis zu nehmen. Und hier sieht man schon, selbst wenn ich hier meine Arme ablege, das ändert natürlich schon was, weil das natürlich alles nicht so stabil ist. Also bitte nichts anfassen. Jetzt gerade mal überlegen, ich muss nach oben, das heißt, ich muss lösen, das heißt, ich muss so rumdrehen. Und wenn ich das tue, sollte das hier sich bewegen und in Richtung 0 gehen. Das sieht doch schon ganz gut aus. Jetzt haben wir noch vorne die Ecke. Wobei, die geht sogar. Ich würde sagen, die geht. Man sieht auch, der Zeiger geht immer ein bisschen hin und her. Das ist zum einen, kann es sein, dass das Bett nicht ganz gerade ist. Zum zweiten kann es auch sein, dass einfach die Mechanik hier nicht so dolle ist. Da muss man immer ein bisschen gucken. Der Ender 3 ist halt ein günstiger Drucker und jetzt nicht unbedingt dafür bekannt, die stabilste Mechanik zu haben. Es geht in den meisten Fällen, aber man sollte halt keine Wunder erwarten. So, damit hätten wir nachgewiesen, dass wir halbwegs sinnvoll das Ding hier kalibriert haben. Es ist immer noch ein bisschen krumm. Man sieht hier, in der Mitte geht es hoch. Und wenn man dann zufrieden ist, dann können wir das Ding auf Home fahren und natürlich abmachen. Dann sollten wir zumindest etwas gerader sein. Natürlich kann es jetzt sein, dass die Höhe nicht passt. Das müsste man alles nochmal nachgucken. Ich habe jetzt einfach gesagt, okay, in der Mitte druckt er gut. Das nehmen wir dann als Vorlage. Aber so kann man dann entsprechend mit hier so einem Gerät messen. Und ich würde mal sagen, es zeigt was an. Es zeigt was an, was realistisch aussieht. Also tut offenbar, was es soll.